Ja, dann recht herzlichen guten Abend nach der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Bevor ich die Fragen der Medienvertreter vorlese, würde ich den Trainer gerne um ein kurzes Fazit des Spiels bitten. Oliver. Ja, großes Kompliment an die Mannschaft zu einer sehr, sehr guten Leistung heute. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt, was ich gesehen habe. Das Ganze auch drei Tage nach dieser Reise nach Albanien und haben heute defensiv als Mannschaft sehr, sehr gut verteidigt, haben Leverkusen aus dem Spiel heraus fast nicht zum Abschluss kommen lassen. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht und waren selber immer wieder gefährlich. Schon vor der Halbzeit zwei, drei sehr gefährliche Situationen und Torchancen gehabt, auch nach der Halbzeit. Dann im Konter immer wieder eine, da war der Ball auch im Netz, leider ganz knapp abseits. Aber ja, großes Kompliment für den Auftritt heute und finde, auch wenn es dann am Ende unter Anführungszeichen nur ein Punkt war, bin ich sehr zufrieden, wie wir in die Bundesliga-Saison reingestartet sind. Dann starte ich mit den ersten beiden Fragen vom Kicker, Michael Richter. Die ersten 90 Bundesliga-Minuten von Maxence Lacroix, wie bewerten Sie das Debüt Ihres Neuzugangs? Ja, es ist so, dass ich ungern über einzelne Spieler spreche, aber Maxence hat heute sein Bundesliga-Debüt gegeben und hat das mit Bravour gemeistert, hat sehr, sehr gut verteidigt, wie eben die gesamte Kette. Ja. Sie haben das erste Mal in dieser Konstellation zusammengespielt, Renato Steffen als Rechtsverteidiger hat es dann sehr, sehr gut gemacht gegen Diaby, der schwierig zu verteidigen ist. Auch Jay Brooks das erste Mal 90 Minuten am Platz gestanden. Tolle Leistung, sehr, sehr stabil gewesen und auch Jérôme Roussillon, der auch das erste Mal von Beginn an gespielt hat, nachdem er etwas verletzt war in der Vorbereitung. Und die gesamte Kette hat es toll gemacht und Maxence ebenso. Da kann ich gleich eine Frage dazwischen stellen. Timo Keller, Wolfsburger Nachrichten. Inwiefern haben die schnellen Leverkusener Außen bei der Entscheidung für Roussillon und Steffen als Außenverteidiger eine Rolle gespielt? Ja, es gab im Vorfeld mehrere Überlegungen, natürlich Felix Klaus dort wieder zu lassen. Es gab auch die Überlegung, mit Paulo Ottavio und Jérôme Roussillon zu spielen. Aber Ottavio war ja auch 4 Monate fast verletzt und hat jetzt zweimal gespielt über sehr lange Zeit. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihm mal ein bisschen eine Pause zu geben. Ja, und da habe ich mich für Renato entschieden, auch weil ich schon in der vergangenen Saison gesehen habe, auch hier zu Hause gegen Leipzig, wo es auch 0-0 ausgegangen ist, dass er das sehr, sehr gut machen kann und deswegen ist die Entscheidung eben auf Renato und Jérôme gefallen. Damit hat sich dann auch die zweite Frage des Kicker beantwortet. Engelbert Hensel, Wolfsburger Allgemeine, die erste englische Woche ist vorbei. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, im sehr, sehr positiv. Das war jetzt unser dritter Bewerb, den wir gestartet sind. Ja, im Pokal mit einem 4-1 gestartet, der Europa League-Bewerb mit einem 4-0 gestartet und heute die Bundesliga gestartet. Natürlich hätten wir gerne einen Sieg gehabt. Ich denke, dass wir auch ein bisschen näher dran waren wie Leverkusen in einem relativ ausgeglichenen Spiel. Aber ich denke, wir waren etwas näher dran und deswegen können wir mit dem Punkt auch sehr, sehr gut leben. Schön auch zu sehen, dass die Spieler eben nach 3 Tagen heute auch schon wieder so ein intensives Spiel absolvieren können. Das Ganze in einer sehr, sehr komplizierten oder nach einer sehr komplizierten Vorbereitungszeit. Und ich sehe uns gut gerüstet für die nächsten Aufgaben. Wir beginnen ja auch jedem Spiel schon mit Rotation, immer wieder unterschiedliche Aufstellungen, auch Wechsel und das werden wir natürlich so beibehalten. Nochmal zur Abwehr und da fasse ich jetzt 2 Fragen zusammen. Die zweite der Watz und eine von Kurt Hofmann von der Bild-Zeitung. Wie hat dem Trainer der Auftritt des Innenverteidiger-Duos Brooks-Lacroix gefallen und wie bewerten Sie das Startelf-Comeback von Jay Brooks? Ja, ich habe das vorhin erwähnt, dass ich mit der gesamten Abwehrkette, ich habe Kun Castells natürlich vergessen, der einmal eben in einer sehr, sehr schwierigen, guten Save hatte gegen Moussa Diaby. Und sonst haben die Jungs das sehr, sehr gut gemacht, auch Jay und Maxence im Tandem. Die erste Halbzeit war auch so ein bisschen, denke ich, der Plan von Leverkusen, mit langen Bällen über unsere Abwehrkette zu agieren, weil sie eben gesehen haben, wahrscheinlich, dass wir in Kukese ein bisschen Probleme mit diesen langen Bällen hatten. Das haben wir heute gut verteidigt, haben uns hier immer wieder gut gesichert und auch im Spielaufbau haben sie gute Bälle gespielt und deswegen bin ich hier sehr zufrieden. Dann haben wir noch eine Frage von den Wolfsburger Nachrichten, die zweite Frage. Wie war es, mal wieder vor Fans zu spielen und hatte das einen Einfluss auf das Spiel? Und da gehört dann auch die Frage von Christian Otto dazu. Wie viel Fußballerlebnis und Motivation kann vor 500 Zuschauern in einem riesigen Stadion überhaupt entstehen?
Ja, man schätzt das erst wieder, wie so häufig im Leben, wenn man etwas nicht hat, schätzt man es erst wieder, wenn man es hat. Und ich denke, vor einem Jahr hätten wir gesagt, 500 Zuseher, das ist ja eine Vollkatastrophe. Und jetzt freuen wir uns alle riesig drauf. Und ich denke auch, es war so in der zweiten Halbzeit, Mitte zweiter Halbzeit, hatten wir mal ein bisschen schwierige Phase, wo uns Leverkusen hinten reingedrückt hat. Und da sind dann die Fans gekommen und haben die Mannschaft angefeuert. Und ich hatte so den Eindruck, je lauter die Fans wurden, umso weiter konnten wir unser Spiel wieder nach vorne tragen. Und das ist eben so dieser nicht messbare Effekt, den du dann bekommst, wenn die Zuseher mitgehen. Und deswegen war das sehr, sehr schön, genauso wie nach dem Spiel, endlich da mal wieder vor unsere Fans zu gehen, mit ihnen gemeinsam sich zu freuen, weil es einfach auch, wenn man immer alleine zu Hause dann sitzt und im stillen Kämmerchen sich freut, ist es nur halb so schön, wie wenn man das mit anderen teilen kann. Und deswegen, auch wenn es nur 500 waren, war das heute ein tolles Erlebnis. Und ich freue mich schon drauf, wenn jetzt dann hoffentlich von Spiel zu Spiel die Stadien wieder voller werden. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit Peter Boss, dem Cheftrainer von Bayern 04 Leverkusen, nach dem 0:0 zum Auftakt der Bundesliga-Saison beim VfL Wolfsburg. Ich darf dich, Peter, zunächst bitte um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, den 0:0 haben wir uns anders vorgestellt. Wir sind hier gekommen, um das Spiel zu gewinnen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann muss man ehrlich sagen, dass Unentschieden, dass das gut ausgegangen so ist. Ich glaube, beide Mannschaften haben versucht zu gewinnen, haben nach vorne gespielt, haben ihre 1-2 Torschanze bekommen. Wolfsburg auch, aber am Ende war das in Ordnung. Für meine Mannschaft muss ich sagen, der Null, auf den Null spielen, Clean Sheet, das war gut. Nach vorne müssen wir uns verbessern, das ist deutlich. Vielen Dank, Peter. Dann haben wir die Fragen der Journalisten. Die erste Frage kommt von Kurt Hoffmann von der Bild-Zeitung. Herr Boss, wie erklären Sie es sich, dass Ihre Mannschaft so wenig gefährlich war? Weil wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Seit ich hier Trainer bin, ist es nie einfach, hier in Wolfsburg zu spielen. Das sind immer Spiele, wo sehr viel gelaufen wird, sehr viel Kampfgeist. Dann wird es schwieriger, um Ruhe in deine Positionsspiel zu kriegen und dann auch, um dann ruhig nach vorne zu spielen. Das ist schwieriger. Das ist eine, wir trainieren seit 2-3 Wochen, das ist noch nicht sehr lange. Also physisch müssen wir uns auch noch steigern. Auch die Automatismen müssen noch besser in die Mannschaft reinkommen. Und ich bin mir sicher, dass wir jede Woche uns da auch verbessern werden. Die nächste Frage ist von Christian Otto, einem freien Journalisten. Herr Boss, wie viel Fußballerlebnis und Motivation kann vor 500 Zuschauern in einem riesigen Stadion entstehen? Also 500 ist besser als kein Zuschauer. Das waren wir gewöhnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Spiel anfängt und da sind 500, diesmal Fans von Wolfsburg, die dann anfangen zu schreien, das hört sich wieder ein bisschen besser an. Es ist noch komisch, aber es ist wieder ein bisschen besser. Ich hoffe, dass es bald wieder normal ist. Okay, dann haben wir schon die letzte Frage. Die kommt von Sebastian Stiekel von der dpa. Rudi Völler kündigte vor dem Spiel den einen oder anderen Transfer an. Wo sehen Sie nach diesem Spiel den größten Bedarf für Boss? Also ich hoffe nicht, dass er der Trainer meinte. Nein, wir sind im Austausch miteinander seit einigen Wochen. Und klar, das habe ich auch schon gesagt, da werden noch ein paar neue Spieler auf uns zukommen. Es kann auch sein, dass noch ein paar Spieler weggehen. Und das wird die kommenden Tage wird das deutlich sein. Prima, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche den Gastgebern aus Wolfsburg alles Gute und wir sehen uns dann bald wieder. Danke und tschüss. Ciao.